So, ihr geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Runde Körperpartei mit mir, Lunetschki. Jawohl, im letzten Part haben wir ja die Zunge gefunden und jetzt geht's weiter, indem wir zum MC Blue Boy hier gehen und ihm die Zunge ergeben. Hat mir einer den freundlichen Tipp gegeben, hier mal hinzukommen. Und ja, natürlich, ich habe die ganze Zeit, ich bin schon wieder eben ewig rumgelaufen, weil ich den scheiß Weg nicht gefunden habe. Ich habe ewig rumgesucht, bis ich gemerkt habe, ey, bei dem Eingang, wo es rechts lang geht, da geht's ja auch runter. Ich habe das nie gesehen, da ist ja noch eine Tür. Mein Gott. Stundenlang rumrennen, für nichts. Und MC Schnatterbacke hier möchte jetzt auf jeden Fall sein Zünglein, oh Gott, wieder haben. Yoshizawa Ryoku! Shitteru wa yo! Anata no... Na klar zeigen wir ihm seine Zunge. Hier. Ja, ich fühle mich schlecht für das, was dir passiert ist, aber ich kann nicht mit dem sympathisieren, was du tust. Ja, das stimmt schon. Einfach Fremden weh zu tun, nur weil ihm selbst was Schlimmes widerfahren ist, macht man halt nicht. Ja, und sie anders zu töten. Du hast unseren Freund getötet! Ich kann dir dafür niemals verzeihen! Shinozaki. Oder ich werde dir das nie verzeihen. Aber das ist deins. Es ist Teil deines Körpers. Also gebe ich es dir zurück. Natürlich. Alles schön. Ich hoffe, er verzeiht uns jetzt und... Ach, hallo. Ja. Aha. Oh, er kann wieder klar sprechen. Arigato. Was zur Hölle passiert jetzt? Was? Was passiert hier? Ah! Okay, das hätte ich nicht übersetzen brauchen. Oh, spiel ich jetzt Satoshi. Verdammt, schon wieder ein Erdbeben? Du verarschst mich doch. しゃがんでても仕方がないか。うん。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。ゆか, ich habe dir geschworen, dich zu verteidigen oder zu beschützen. Bitte, warte auf mich. とにかく、ナオミのところへ戻るか。 Das ist japanisch, ey. Ach, diese Sprache macht mich fertig. First things first. Though I need to go check on Naomi. Jetzt spielen wir ihn hier, jawohl, Skin. Oh! Ey, warte auf mich! Ja, das wartet wohl. Die wartet wohl nicht mehr, Freundchen. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie lang kommen. Jetzt ist ja der untere Weg blockiert, genau. Die Schule ist ja immer die gleiche. Mudanz! Ich stelle dich! Nee, lass mal stecken. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie jetzt, den Weg finde ich. Ich finde es ein bisschen laut. Ich mache mal gerade ein bisschen leiser. Dieses Spiel. Ach, guck mal, da oben liegt schon wieder was rum. Aber das kriegen wir alleine wahrscheinlich wieder nicht. Weil, ich kann mir vorstellen, wenn wir da lang gehen, dann ist das unten rum wieder, ne? Verändert. Auf der anderen Seite. Kennen wir doch. Dieses Spiel. Ja. Dem war mir bewusst. Vor allem das Objekt und das Licht. Ich meine, das Licht ist doch das Objekt. Warum betont er jetzt, dass dieses Licht hin und her springt, dass er aufgrund des springenden Lichtes das Objekt nicht kriegen wird? Das ergibt keinen Sinn. Someone else will have to lend me a hand. Ja. Das war von vornherein klar. Das heißt, wir müssen jemanden finden, der uns hilft, das Objekt zu finden. Den sprechen wir nicht an, weil es böse. Ach, guck mal, da liegt ja was. Someone's cell phone is lying on the ground. Pick it up. Ja.
Ein Handy. Seikos Handy. Das ist Shinohara's, oder? Seiko seemed to have been in the middle of texting someone when she dropped her phone. The text entry window is still open. While confirming the phone's owner, Satoshi wound up inadvertently reading the whole thing. Shinohara. Shinohara. Onyoro. Suman. Shinohara. Katte ni yonde shimatta. Kore wa... Ima wa Naomi ni wa... Mise nai hou ga yosa sou da na. Okay. Alles klar. Können wir weiter? Ja, wir können weiter. Das Rauschen da oben ist immer noch das gleiche. Oh. Ja. Er hat die Videokassette, genau. Vielleicht können wir jetzt da rein. Satoshi removed the tape from the bag and reads the label Kikibi Research Data 2000 bla bla bla. Wir müssen also irgendwie reinkommen. Weil, wenn es da so ein Fernseher ist, beziehungsweise ein Videorekorder, der schön rauscht vor sich hin, könnte man gegebenenfalls dann doch das Video gucken, was er gefunden hat. Wäre ja mal ein Anfang zumindest, um weiterzukommen. Latschen wir hier erstmal durch. War das aufgemalt? Da kommen wir nicht rein, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überhaupt hin müssen. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Alles klärchen, mein Bärchen. Lalalala. Dann vielleicht... wo könnte die Alte lang gegangen sein? Eigentlich gibt's ja hier sonst keinen Weg mehr. Von hier sind wir ja gekommen. Und hier gibt's eigentlich, soweit ich weiß, keine Möglichkeit mehr. Hier unten vielleicht. Vielleicht nach oben. Sind wir hier? Hier sind wir nicht. Nee, hier sind wir gar nicht lang gelaufen. Versuchen wir uns also mal umzugucken. Vielleicht finden wir ja jemanden. Ha! Naomi! Satoshi! Hitori ni shinai de yo. Sumanai. Yuka wo sagashi ni itte tanda. Sokka. Ja, ii. Yuka-chan, ita? Ja. Sakki made tsuro datta tokoro ga kabe ni modotte ite. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ja auf Englisch nein heißt. Oder auf Japanisch zumindest. Weil er hat ja gerade ja gesagt. Für mich ist ja ein endliches Ja, du Penner. Hat mich gerade verwirrt. Yuka ga iru hazu no bekkan ni ikenaku natte ita. Es gibt ein anderes Gebäude? Ja. Yahari. Sakki ore to Yuka, Morishige no ita kousha to koko wa chigau yo da. Nan toka betsu kūkan no kousha ni idou suru te o mitsukenai to. Sou ne. Te omae, nan de hokenshitsu no soto ni iru nda? Ja, sie wurde, er hat gerade gefragt, warum sie nicht einfach in der Infirmary geblieben ist, und sie sagt, ja, sie wurde attackiert, also sie wurde vorher noch attackiert bei einer Art schwarzen, schattenartigen Nebel. Also war ich ein bisschen verängstigt, da drin zu sein. Vielleicht, ich hatte Angst, dass es mich nochmal angreifen würde. Dein Ernst? Oh, es tut mir wirklich leid. Mach dir darüber jetzt keine Sorgen, aber da ist wirklich irgendwas drin. Ich denke, wir sollten etwas Abstand dazu bewahren. Keine Einwände. Meinerseits. Alles klar, also nicht zur Infirmary, weil da ist, ja genau, hier ist der Matsch. Und da ist das böse Mädchen oder das böse Schatten-Dingsbums drin. Hier kommen wir nicht lang. Das wird von der anderen Seite blockiert. Immerhin sind wir jetzt zu zweit da. Das heißt, wir könnten uns jetzt mal wieder nach unten begeben, um dieses Item zu holen, was da vorhin geblinkt hat. Das wäre jetzt so meine Idee. Denn das ist bestimmt irgendein Schlüssel, womit wir dann irgendwo hinkommen. Oder irgendein...
Hilfsgegenstand oder vielleicht löst es auch nur einen Trigger aus für eine weitere Filmsequenz. Wer weiß das schon? Lass uns es herausfinden. Ich bin jedenfalls gespannt. Ach, diese langen Laufwege nerven mir immer mega. Da schlafe ich aber halb bei ein. Bin ich schon so ein bisschen angemüdet. Leicht müde ist er, der Lune. Leicht am Kränkeln auch, wie ihr sicherlich mitkriegt. Das Schniefen, das ist schon wieder schlimmer geworden. Aber da muss man wohl durch. So, dann gucken wir uns mal hier um. Das Item ist da oben, genau. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, in der Hoffnung, dass einer jetzt runtergeht. Oder wir müssen jetzt wieder rein, dann wieder raus und sagen, ach guck mal, lass uns aufteilen, bla 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 bla. So, jetzt gehen wir raus und dann teilen sie sich jetzt wieder bestimmt auf. Oder auch nicht. Ihr seid zu zweit! Muss ich erst triggern, indem ich hier hochlatsche? Naomi, would you mind waiting here for a sec? Ja, ich muss hier erst dann was klicken. No problem! So, dann bleibst du mal da, Naomi. Ich gehe nach oben, erschreck den Stein. Und du sammelst ihn auf. Oder er traut sich gar nicht jetzt runter. Naomi! Naomi, ich schnapp's dir! Jetzt! Okay, okay, ich hab's. Ein blutroter Schlüssel. Aha! Ihr wisst, was das heißt. Gut gemacht, da drin. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich sowas ähnliches schon mal gemacht mit Seiko. Hast du? Hier dasselbe, also bei mir dasselbe, aber mit Yuka. Lass uns in Bewegung bleiben. Wir werden sie finden. Ich weiß, dass wir es werden. Ja. So, auf zur roten Tür, denn die wird jetzt aufmachbar sein. Da können wir uns endlich den Porno angucken, den wir gefunden haben. Custodian's Closet, the door is locked. Use Custodian's Key, jawoll. Custodian Locker. Und rein geht's. Da ist es, das Fernsehen. Die Tür sieht doch schon so aus, als wenn die gleich aufgeht. Wer hat das Licht ausgemacht? Nande. Was zum... Was geht hier vor sich? Warum ist es so kalt? Irgendwas stinkt hier ziemlich. Und es ist pechschwarz hier drin. Kannst du irgendwo einen Lichtschalter finden? Ich versuch's. Hab ihn! No, danke. Ich habe jetzt mit was Schlimmem gerechnet. Ehrlich gesagt habe ich jetzt damit gerechnet, dass da irgendwo einer steht und uns die Axt in den Schädel haut. Oh, danke. Der Fernseher ist aus. It's an old Japanese styled Fusuma sliding door, presumably opening to a closet. It's torn and stained in equal measure throughout its surface. Also so ein alter, typisch japanischer Schrank halt mit so einem alten Schiebetürchen, kennt man ja. Something seems off about this closet. I get the feeling this is one door we shouldn't open. Gucken wir also erstmal natürlich das Video stehen. Das ist ein Video 8 Camcorder, der auf dem Fernseher liegt. Sein Kassettendeck ist leer. His battery also seems to have run out, however, as the LCD display isn't turning on. Stimmt. Was macht so etwas Modernes hier in so einem alten Ort wie hier? Ja, klar. Hat wahrscheinlich irgendjemand mitgebracht, der auch mal hier drin war. So kann man. Ja, das ergibt Sinn.
でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。Unglücklicherweise haben wir natürlich kein Kabel, um es an den Fernseher anzuschließen. Und es hat keine Batterien mehr. Also es sieht nicht so aus, als wenn wir hier irgendwie große Verwendung dafür finden werden. Huh, was ist das denn? Wo kommt das denn her? There's a magazine article here from a publication called Strange But True Stories of the Occult. It's a follow-up to a previous report. Read it. Ich kann ja mal durchskippen. Strange but true stories of our cult chasing down the hidden past of the cursed school building up follow up by a couple of British Tenjin小学校校長 erzählt sogar 柳堀高峰に寵愛されていたその息子義和 Ich werde jetzt nur noch das hier von dem Typen vorlesen lassen. Alle anderen, die den Part zu Ende schauen mögen oder die Geschichte weiterhören möchten von dem Japaner vorgelesen, können gerne weitergucken. Ansonsten wünsche ich allen, die jetzt hier abschalten möchten, weil die Zeitungsartikel die Leute nicht interessiert, schon mal schönen Feierabend. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüssikowski. Blablabla. 校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は精神の子供帰りとでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯柳堀義和の口から、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることはついになかった。私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん当時7歳のその後を追ってみた。新聞をにぎわせた犯人逮捕時の写真では、赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すればすでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在の彼女からなら犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。